Hey ho, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr The Ruins installieren könnt, und zwar für die Version 1.5. Dazu gehen wir jetzt hier erstmal auf die Forumseite, die ist natürlich unten verlinkt, und scrollen runter zu den Downloads. In dieser Version hat sich alles geupdatet, also sollte jeder das Full Pack downloaden und dann einmal das Musikpack 1 und das Musikpack 2. Dann habt ihr diese drei Dateien hier. Wir öffnen jetzt erstmal hier das Full Pack und ziehen diesen Ordner auf den Desktop. Hier drin haben wir jetzt das Danke-Bild für den Download und das Language Pack, was wir jetzt auch gleich mal installieren. Dazu drücken wir die Windows-Taste und R und geben hier %appdata% ein und Enter. Dann den Punkt Minecraft in den Bin und öffnen Minecraft.jar, Vigo und mit WinRAR. Hier drin habt ihr jetzt einen Ordner namens Lang, den ich jetzt hier habe. Und dort ziehen wir nun dieses ENCA hinein. Dann haben wir das Language Pack schon mal installiert. Das Texturenpack ist Pflicht, wie schon gesagt, weil da Blöcke verändert wurden. Das ziehen wir dann einfach hier rein. Und hier habe ich es ja schon drin. Nun nochmal hier zur Welt. Das ist halt die ganz normale Welt. Dazu gehen wir dann hier in den Saves-Ordner und ziehen sie dort hinein. Nun sind wir hiermit schon mal fertig. Und öffne nun Musikpack 1 und Musikpack 2. Hier haben wir jetzt jeweils zwei Ordner. Wir kreieren jetzt hier einfach auf dem Desktop einen neuen, den nennen wir dann zum Beispiel Musik The Ruins. Ziehen dann diese beiden Ordner da rein. Und schließen die beiden Archive. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel diese, wo wir nun die einzelnen Musikfiles drin haben. Die könnt ihr natürlich jetzt auch noch hier rauspacken und zusammen in einen Ordner ziehen. Die halt sind über 100 MB groß, also ich kann sie halt nicht zusammen in einen Ordner packen. Wenn ihr das habt, braucht ihr eigentlich die ganzen Archive hier nicht mehr. Das braucht ihr auch nicht mehr. Das hier, braucht ihr auch nicht mehr. Somit hätten wir bis jetzt eigentlich alles installiert. Und wir sehen uns jetzt gleich in Minecraft wieder. Wenn wir nun im Minecraft-Menü sind, gehen wir hier auf die Texturenpakete und wählen hier The Ruins Mirrors of Shadowness aus. Das Ganze ist ein 16x16 Pixel Pack und ihr braucht deshalb keinen MC-Patcher. Als nächstes gehen wir dann hier auf diese kleine Welt, Kugel, und scrollen dann hier ein bisschen runter. Und zwar auf Englisch UK. Wenn nun hier unten Passt schon steht, dann ist das richtig und ihr habt alles richtig installiert. Das war's auch schon. Ihr könnt nun die Map spielen ohne jegliche Probleme. Und wir sehen uns in der nächsten Update-Version wieder. Tschüss!